Ah, ich wollte ihn gerade perfekt auf Drillmitch durchstecken. Dann hätte ich abgezogen, egal ob er den Torwart rausgeholt hätte oder nicht. Hey Leute und willkommen zur nächsten Folge von FIFA 15 Ultimate Team. Und ja, wir machen direkt das nächste Spiel hinten dran. Wir haben zwar nicht so super Fitness, aber wir haben zwei Spiele. Es geht jetzt einfach nur noch um den Titel. Den Aufstieg haben wir geschafft, das heißt, alles ist cool. Wir haben alle, wir können uns ganz ruhig entspannen und einfach hier spielen, wie wir wollen. Wir haben zwei Versuche. Einer von beiden muss ein Sieg sein, damit wir den Titel gewinnen. Und ja, aber wir sind entspannt bei der Sache, Leute. Wir können einfach runterspielen hier. Wir stehen nicht unter Druck. Wir haben alles cool. Wir haben alles cool. Ja, er sucht einen Gegner. Dann such mal fleißig. Das letzte Spiel war ja ein krasses Spiel. 4-3. Wir hätten locker irgendwie 7-3 gewinnen können. Ja, vielleicht hätte er dann noch nicht mal die Tore gemacht. Aber was will man jetzt machen? Hinterher weiß man mehr, ne? Ich konnte ganz oft lupfen, hab's aber nicht getan. Das werde ich mir für dieses Spiel merken. Diesmal stehen wir nicht unter Druck, irgendwelche Tore zu machen. Jetzt hat er doch auch das Schweizer Trikot genommen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja die Höhe. Mein Freundchen. Ja, dann komm, finde mal wieder ein. Wir haben eine 100er Chemie endlich. Das ist ganz praktisch. So, ich will gerne das. Danke. Okay, wir spielen gegen einen, der eine 83er Bewertung hat, 100 Chemie. Oh Gott. Oh Gott. Bale. Mandzukic. Alonso. What the fuck? Und im Tor deswegen. Und Rodriguez. Natürlich auch nicht zu vergessen. Okay, Leute, wenn wir das gewinnen, dann sind wir schon gut in FIFA 15, muss ich sagen. Oh, da macht er erstmal einen dicken Fehler. Oh, schade, Leute. Das wäre es gewesen, hätten wir da so einen richtig öffnenden Pass gebracht. Ja, ja, Bale. Kannst mal AO-Geräusche. So, erstmal schön Kiyotake gesehen. Und dann Drimmitsch. Oh, schade. Ich dachte, der setzt sich gegen die ganze Abwehr durch. Weil mit dem kann man einfach auch mal Gegenspieler rennen. Aber jetzt kommt er halt mit seinem krassen Angriff. Ja, ja, aber nicht gegen Papadopoulos. Und jetzt ist hier kontern, komm. Oh ne, wir waren durch, Leute. Ich hasse sowas. Mein Gott, nee. Wir wären gerade durch gewesen mit Drimmic. Dann hätten wir das 1-0 machen können. Das wäre zu geil gewesen. Oh! Aber war abseits, okay. Schade, ey, ohne Spaß. Aber wir machen hier ordentlich Druck gerade. Also wir lassen uns hier von dem nicht runterkriegen. Oh Gott, sag ich und jetzt kommt Bale. Oh mein Gott, ey. Mandzukic, auf den muss man bei Kopfbällen aufpassen. Weil sie noch aus FIFA 14. Da habe ich mir den nämlich ja deswegen geholt, weil der irgendwie 89 Kopfball hatte oder so. Meier und Drimmitsch, die spielen echt gut zusammen. Der hat auch diesen Achi-Puchi-Catcher. Oh, schade, Draxler. Ohne Spaß. Ich gönne gerade so jedem aus meiner Mannschaft hier ein Tor zu machen, weil alle einfach so krass spielen. Oh Mann, Drimmitsch, renn doch. Der war wieder perfekt von Meier auf dich zugesteckt. Meier spielt perfekte Pässe. Drimmitsch läuft sie eigentlich immer ziemlich gut an. Oh ja, das ging ein bisschen zu schnell für Sams Augen. Oh, schade. Das habe ich aber gesehen, aber trotzdem komme ich nicht hinterher. Gegen James oder James oder wie auch immer man ihn nennen will. Sehr gut, Toprak. Und jetzt Drimmitsch. Komm, da ist ein Abwehrspieler. Und ich spiele wieder ab, weil ich dumm bin. Aber Sam hat ihn. Sam gegen alle.
Oh Mann! Wäre ich in die Mitte gezogen, wäre der drin. Also zumindest wäre ich an dem Picke da vorbei. Das wäre so geil, wenn Sam gegen alle funktioniert hätte, ohne Spaß. Ein bisschen aufpassen jetzt. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Gut aufgepasst. Oh Mann. Da fehlt immer so ein Glücksmoment, weißt du? Ein Moment, wo er einen Fuß schneller ist. Schön Kramer. Und jetzt Sam. Auf Drimmitsch. Alter! Ohne Spaß, was soll das denn? Schön Drimmitsch. Oh, Meier gegen Pique ist natürlich klar, wer das Kopfballduell gewinnt, nämlich Meier. Nein, auf, was nach oben läuft, Bale. Schöner Ogo und jetzt Toprak einfach weg, genau. Lol. Lauf weiter, Draxler. Oh nein, Sam, was war das denn für Pass? Ah, Draxler kommt dran, Draxler kommt dran. Boah, schade. Alter, Draxler, wie der sich da durch... gekämpft hat. Ey, Kiyotaku, ohne Witz. Du gefällst mir noch nicht so geil. Aber alle machen gerade richtig krass Druck hier. Was ist denn da los? Er kommt mit seinem Angriff gar nicht zum Zug, weil meiner die ganze Zeit angreift. Ja, Bale am Arsch, ne? Drimmitsch, Draxler und so. Das sind die neuen Größen. Und Draxler zieht einfach mal ab. Und da musste Testing richtig gut eingreifen. Sonst wäre der drin. Da brauchen wir auch nicht lange drüber reden, der wäre sonst drin. Komm schon, Drimmitsch, 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 Drimmitsch. Oh. Alter Leute, wir spielen so gut. Aber es ist uns einfach irgendwie nicht gegönnt, dass wir hier einen Tor machen. Habe ich das ungute Gefühl. Und er wird wahrscheinlich mit seiner ersten riesigen Chance ein Tor machen. Boah, Toprak, danke, ey. Lol, der kommt noch an. Also der wird noch im Spiel gehalten, meine ich. Oh, danke, ey. Meier war es, glaube ich. Jetzt hier aufpassen. Okay. Okay, 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 okay. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Ach, schade. Sergio Busquets. Abseits, 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 abseits. Sie aber mit Glück kiloweise zugeschüttet. Der stand vollkommen frei. Und Gott sei Dank im Abseits. Komm, Sam, du kriegst du. Ah, ne, kriegst du nicht. Es wird drüber diskutiert werden, bin ich mir ganz sicher. Oh ja, Drimmitsch, wunderbar. Nein, viel zu früh. Och man, ich bin so behindert. Leute, ich sag, wir spielen das ganz cool runter. Ich werde Lupfer machen und so. Ich dachte, er holt seinen Torwart viel weiter raus, aber das ist der Troll, den ich auch immer mache. Dann bleibe ich einfach stehen. Nächstes Mal schieße ich wieder ganz normal. Gegen die Mannschaft mache ich doch keine Lupfer, okay, Leute? Aber gegen die nächste. Obwohl, nächstes Mal müssen wir erstmal dagegen kämpfen, dass wir nicht absteigen. In der Liga 8. Oh, alter Schwede. Weil ich kann mit seinen Innenverteidigern auch nicht spielen, weil er hat krasse Innenverteidiger mit Picke und noch irgendjemandem, den ich gerade nicht weiß. Ich denke, er hat nicht Sergio Ramos, das hätte ich eben gesagt, glaube ich, weil der hat eine 87. Ja, danke, Schiri. Boah, ohne Spaß, das ist doch ein richtig gutes Spiel. Da könnte man... Also schlimmer geht's nimmer. Was wir da gesehen haben, ich war entsetzt. Jetzt beginnt die zweite. Ja, alles viel zu vorsichtig, Manni. Naja. Zu defensiv, kein Mumm nach vorne. Meier! Nein! Das kann's doch nicht sein! Alter Leute, ohne Spaß. So langsam riecht mich dieses FIFA auch ein bisschen auf. Schon wieder. Also... es war auf jeden Fall ein Tor, aber ein Abseitstor, weil mein Meier, der das richtig schön gemacht hat und wahrscheinlich auch ein Tor gemacht hat, hat Drimmitsch angeschossen und ja. Alter, war das eine gute Eckenvariante. Okay, man merkt, er hat ein bisschen an seiner Mannschaft rumgetüftelt und auch so ein paar Standardsituationen
einprogrammiert. Und die hat fast funktioniert. Ohne Spaß, es war aus Versehen. Mann. Lass er den armen Rafinha in Ruhe. Okay, jetzt auf ihn hier aufpassen und auf ihn hier aufpassen. Weil dann wird das nichts mit dem Freistoßtor. Und jetzt rennt Rafinha rein und Pass. Jawohl, und jetzt Sam und Drimmic. Und nochmal Sam. Und. Oh, Leute, doch nicht so weit. Warum denn so weit? Ich wollte einfach nochmal direkt einen zum Mann in Steinpass. Alter, Leute, warum mache ich das denn? Das gibt Ärger mit das. Darüber ärgere ich mich einfach richtig krass. Dass ich gegen so eine Mannschaft so schön machen will, anstatt einfach drauf zu ziehen. Boah, und jetzt kommt wieder seine krasse Ecke. Okay, ein bisschen aufpassen hier. Alter. Hä, doch nicht. I'm a little bit confused. Boah, cool. Warum habe ich den gerade nicht einfach eingedreht da reingezogen? Ohne Spaß. Das regt mich gerade so dermaßen auf. Ey, was? Boah, danke lieber Gott, dass es dafür keinen Elfmeter gibt. Das hätte locker einer sein müssen. Hau den Ball einfach weg! Ich habe auf weiten Pass gedrückt. Okay, Bale, das geht besser, ne? Okay. Ah, ich wollte ihn gerade perfekt auf Drimmic durchstecken. Dann hätte ich abgezogen, egal ob er den Torwart rausgeholt hätte oder nicht. Fick dich, Kramer. Den macht Drimmic diesmal alleine angedreht. Boah, endlich, verdient. Ich hätte nochmal auf Kramer passen können, aber ich wollte sicher gehen. Ich wollte einfach... Läuft für uns. Draxler setzt sich wunderbar hier gegen alle durch. Die Flanke kommt dann leider... Drimmic! Warum? Mit dem hättest du eh nichts anfangen können. Aber ich mecke einfach mal gar nicht. Du hast ein Tor gemacht gegen die Mannschaft. Ich bin zufrieden mit dir. Bin ich ja sowieso. Weil du immer ziemlich krass spielst. Ah, schade. Schade, schade, schade. Sergio Busquets. Ups. Dafür gibt's Geld. Nein. Gut. Das ist gut. Weil dann haben wir unseren Innenverteidiger dann noch keine gelbe. Das heißt, wir können auch mal gelbwürdig faulen. Wir versuchen das natürlich zu vermeiden. Und einfach selbst die ganze Zeit über Angriff zu spielen. Damit wir gar nicht erst faulen müssen. Oh, schade. Etwas mehr Ballkontrolle hätte ich da gebraucht. Und dann hätte ich den Pique da einfach mal eiskalt versucht, zumindest stehen zu lassen. Aogo einfach mal durchgepaced. Aber die Flanke... Warum? Die war so weit von dem Spieler weg. Lol. Oh, halt die Klappe. Oh Gott. Ja, wenn man die Eckfahne treffen wollte, dann war es ein guter Schuss. Also zumindest ein guter Versuch. Koke hat sich bei ihm gezerrt, okay. Okay, jetzt wechselt der Koke aus. Ich krieg den Ball jetzt direkt. Leute, wenn wir das gewinnen, ey, ohne Spaß, das wäre so genial. Dann hätten wir den Titel und gegen so eine krasse Mannschaft gewonnen. Haben hier noch alle Möglichkeiten.
Oh! Den hätte ich diesmal gelupft und das wär dann ein Tor gewesen, höchstwahrscheinlich. Sehr gut, Kramer. Ohne Spaß. Lass nicht mit dir spielen. Kramer. Bitte lass nicht mit dir spielen. Bitte nicht. Bitte. Nein! Oh, fuck, fuck, fuck. 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 Danke. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Hürmic. Ein Spieler am Boden. Jetzt bitte rein. Nein! Oh, hätte ich einfach mal abgezogen anstatt angedreht. Warum mache ich denn immer so einen Bullshit? Es geht doch um viel gerade. Was ist das für ein Pass? Da hat der Verteidiger nicht schwer. Gut mitgespielt. Jetzt hat sich Kramer auch noch verletzt, verdammt. Geh zurück, Kramer. Ich brauch dich hinten rum stehen. Renn, Sam, renn, 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 das war ein guter Versuch, aber mehr auch nicht. Oh, Leute, 5 Minuten Nachspielzeit. Boah, Alter. Ach, jetzt kommt ein. Was? Jetzt kommt ein neuer James Rodriguez rein, oder was ist da los? Oh. Und ein Isco für Koke, ja, alles klar. Ja, Leute, ja! Ja! Oh Mann, ja. Wir haben den Titel, Leute. Gegen so eine krasse Mannschaft. Oh, fuck, ey. Ohne Spaß. Drimmitsch, ey, richtig gut. Und es waren so viele Chancen da. Und ja, es war einfach schade, dass das hier nicht klarer für uns ausgegangen ist. Aber ich bin mit einem 1-0 komplett zufrieden. Da kriegen wir unsere 3387 Münzen für den Aufstieg auch noch. Für den Titel. Und ja, ich bin einfach zufrieden, Leute. Ich bin einfach zufrieden. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Dann wird sich das Team wieder ein bisschen verändert haben, weil wir vielleicht einen besseren Torhüter oder so haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.